Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Reihe. Das neue Update Caves and Cliffs Part 2 ist da, wie man hier auf dem Startscreen hinten schon sehen kann. Die Berge sehen anders aus. Es gibt Gletscher jetzt scheinbar und sie sind höher und die ganze Topologie sieht anders aus. Darum lohnt es sich, eine neue Welt zu machen. Außerdem stecke ich in dem anderen Spielstand ja irgendwie in einem Loch. Die ganze Weltgeneration ist anders und darum ist es besser, wenn wir neu anfangen. Ich habe versucht, den gleichen Seed zu benutzen, aber wir haben weder ein Pilzbiom noch ein Mesa und schon gar nicht zwei, die sich am Spawn treffen. Insofern würde ich sagen, machen wir einfach was Neues, und zwar nennen wir das Caves and Cliffs 1. Mode Survival, Difficulty, keine Cheats, more World Options. Jetzt können wir ein Seed eingeben und den nehmen wir dann mal rotes Papier. 12/2021 und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Brauchen wir Bonus-Chest? Nicht wirklich. Das kriegen wir so hin, denke ich mal. So, und dann Create New World. Dann schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht groß mir Caves and Cliffs angeguckt. Die Besonderheit hier bei Caves and Cliffs ist jetzt bei dem Update, dass bisher war die unterste Ebene Ebene 0, also man konnte bis 0 runtergraben und dann war Stein, den man nicht brechen konnte. Und jetzt geht das runter bis minus 50 und es gibt jede Menge Tropfsteinhöhlen und allen möglichen Kram, den es vorher nicht gab im Spiel. Und außerdem Berge werden höher und steiler und sehen natürlicher aus. Ich bin sehr gespannt, wo wir auftauchen. Hoffentlich eine bergige Gegend, vielleicht ein Mesa wäre nicht schlecht, aber okay, wir haben Schafe, wir haben ein Dorf, das ist gar nicht schlecht. Wir sind auch am Wasser, okay. Dann können wir uns ja gleich mal oh, ich merke schon, das Ganze ist ein bisschen Hardware-lastiger hier. Vielleicht müssen wir die Video-Settings ein bisschen runterstellen hier auf 12 Chunks oder so. Nicht auf 13, auf 12. Ja. Chunk Builder Threaded. Aha. Okay. Ist das besser? Ja, das läuft ein bisschen runter jetzt. Können wir nicht so weit gucken, aber was soll's. Wir können immer noch ziemlich weit gucken, wie ich hier sehe. Sind Berge im Hintergrund. Gucken wir mal, was wir uns, um unser Spiel so ein bisschen einen Kickstart zu geben, von den Dörflern klauen können hier. Moin, ja. Hier ist nix. Oh, das sind grüne Dörfler. Die haben keine Funktion. Die können nichts, die kaufen nichts, die verkaufen nichts, die laufen nur hier rum. Oh, Bücher, interessant. Auch nichts anderes. Okay, die Bücher klauen wir denen noch nicht. Damit können wir noch nichts anfangen. Was wir allerdings machen sollten, ist uns ein Bett klauen auf jeden Fall, damit wir die Nacht überspringen können. Weil wenn wir in der Nähe des Dorfes eine Nacht durchlaufen lassen, dann werden die vermutlich alle von Zombies gekillt und das wollen wir nicht. So. Wir müssen nur dran denken, das Bett wieder zurückzustellen, wenn. Ah,
Okay, Kartoffeln, nicht schlecht. Und Brot, sehr gut. Weißt du was? Die Kiste nehme ich auch mit. So, ist eh leer. Was ist hier los? Keine Kiste, meine Güte, das Dorf ist ja. Oh. Bienennest. Interessant, okay. Können wir aber noch nichts mit anfangen, so richtig. So, ist die Frage, wo wir unser Haus hinbauen. Sind sehr viele Leute ohne Job hier in der. Gucken wir mal da oben, da ist ein Haus auf dem Berg. Was wir auch machen können, ist das Gras hier kaputt machen, dann brauchen wir denen wenigstens kein Weizen klauen, nachdem wir die Kartoffeln schon abgegrast haben hier. Ist hier so ein Einsiedler. Ohne Kiste. Meine Güte. Ich glaube, was wir erstmal brauchen, ist Holz. Und hier oben stehen keine Bäume. Das ist aber interessant hier, zwischen Bergen und der See. Das ist normalerweise sind das ja so ein bisschen Gegensätze. Entweder man wohnt an der See oder in den Bergen, aber nicht so unbedingt gleichzeitig beides. Hier könnte ich, oder ich gehe da hinten zu dem. Muss ich mir nur merken, wo ich hergekommen bin. Warte mal, in welche Richtung gehe ich jetzt eigentlich? Oh wow, da geht's tief runter. Oh, das ist eine Savanne. Interessant. So, also hier geht's zum Dorf, hier geht's zur Savanne. Das scheint mir ein ziemlich guter Platz hier zu sein. Dann wollen wir mal gucken, dass wir uns ein paar Werkzeuge machen hier. Ja, wir brauchen noch ein paar Stöcke und so, dann können wir mal hier die Bäume pflanzen. So.
Und dann... machen wir uns hier eine Pickaxt und eine Axt für... ja, okay. So, dann haben wir hier schon ein kleines Bergversteck, wo wir die Nacht überspringen können. Und ich habe hier irgendwo Kohle gesehen. Da war Kohle. Können wir Kohle mit Holz abbauen, ist die Frage. Ja, können wir. Sehr gut. So, da können wir uns dann schon mal ein paar Fackeln machen. Können wir? Sollten wir eigentlich können, ne? Okay. Und eine Steinpike. So, haben wir hier noch irgendwo einen Baum stehen? Ich glaube, wir brauchen mal von den Savannen. Ach, warte mal. Das finde ich doch nie im Leben wieder hier. Oh, da ist schon ein Baum gewachsen. Sehr gut. So. Das finden wir hoffentlich wieder. Aber was wir vielleicht auch machen sollten, ist den Kram, den wir nicht unbedingt brauchen, hier in die Kiste zu legen. Und in dem Bett schlafen, damit wir hier respawnen, wenn wir sterben. So, und dann gehen wir runter und gucken uns die Bäume hier unten an. Dann haben wir das schicke Orangenholz. Schnell dunkel geworden, sag mal. So, dann gehen wir mal zurück und bevor Monster spawnen, was jetzt schon passiert, scheiße. Versuchen wir mal in unser Bett zu gehen. Es wäre natürlich besser, hätten wir schon eine Tür, dann könnten wir hinter uns einfach abschließen und fertig. So sind wir ein bisschen... oh fuck, Skelette.
Super. Dann können wir hier drin mal ein bisschen mehr Platz machen. Dann können wir die Werkbank hier reinstellen. Bisschen schade um das schöne große Haus, was gerade erst eine Küche bekommen hat, aber das ist nun mal so. So, die Richtung. Geht's weiter? Da müssen wir gleich erstmal Türen machen. Oh. Und dann gucken, dass wir Eisen finden. Ne? Das ist ja dann immer die Sache: Eisen und dann Diamanten. Und ja, zuerst mal können wir hier Furnace machen und Türen können wir uns nicht leisten momentan. Warte mal, dazu brauchen wir das Holz hier. So, und so viel zu der Axt. Also so eine Axt, na verdammt, naja, was soll's, funktionieren wird's. So eine Axt aus Holz hält nicht so besonders lange. So, bauen wir hier mal noch ein paar hiervon hin. Fertig ist die Soße. Gut. So, wir wollten vier reicht nicht. Wir brauchen mindestens 6 für eine Tür, weil die so aussieht. So. Cool. Und jetzt graben wir hier runter. Dazu bauen wir hier eine Tür hin, damit hier keine Monster reinkommen. Bauen hier eine Fackel hin zur Sicherheit. So, und jetzt geht's runter hier. Treppenartig. Und dann bin ich gespannt, was mich da unten erwartet. Vielleicht sollten wir den Rest hier oben lassen. So. Und wir packen die Fackeln wieder in die linke Hand, damit wir gleich für Licht sorgen können. Gleich wunderbar viel Kohle. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Dann haben wir Holz und Kohle. Wir haben noch nicht wirklich was zu essen. Wir sollten uns darum kümmern, dass wir dann, sobald wir ein bisschen Eisen gefunden haben, dann auch eine Farm machen. Wasser ist ja genug in der Nähe. Alles, was wir brauchen, sind Eimer. So, geht das gerade runter? Nee, okay. So, dann spawnen jetzt hinter der Treppe spawnen zwei Monster. Und das, ich meine, das können wir auch verhindern, indem wir hier eine Fackel hin tun. Wer weiß, wozu es gut ist. So, und dann geht es weiter runter.
Yep. Ja, mit diesem Kies hier kann man dann nachher Beton machen. Noch mehr Kohle. Mein Beton hat viele hübsche Farben zum Bauen dann. Allerdings bin ich nie so der Betonfan. In Minecraft, es gibt viele hübsche Steinsorten hier auch, die man benutzen kann. Mal dicht hier fertig, so damit wir uns hier nicht ablenken lassen. Genau. So. Ja, vielleicht müssen wir gleich wieder hochgehen, weil wir eine neue Spitzhacke brauchen. Das ist dauert doch länger nach unten zu kommen hier per Treppe, als ich dachte. Erde, aha. Macht denn Erde hier? Haben wir nicht schon eine Höhle, oder? Nee, sieht nicht so aus. Naja, bringen wir den ganzen Quatsch erstmal nach oben. Oh, super. Toll. Kann ich gleich noch ein bisschen mehr. So. Machen wir gleich zwei davon. Und vielleicht machen wir gleich einen ganzen Stack. Besonders viel Holz haben wir nicht, aber. Ich meine, 8, 8 mal 4 sind 32, das wären dann immerhin 32 Fackeln. Das ist schon mal ein bisschen was, so. Ein halber Stack immerhin. So. Dann, damit wir uns nicht ständig den Kopf stoßen beim Hochlaufen. Machen wir das so. War hier nicht irgendwo eine Stufe zu viel oder habe ich das geträumt? Nee. Hier war das genau. Okay. So. So, so geht's weiter. Gut. Also hier ist nix. Ist ziemlich langweilig bisher, ich gebe es zu, aber wir müssen der Sache auf den, na, Grund gehen. Haha. Ich meine, bis ganz nach unten müssen wir wahrscheinlich nicht, wenn das hier minus 150 oder was. Jetzt ist aber zumindest so weit, dass wir irgendwann mal auf zufälliges Eisen stoßen, wäre schon schön. Ich meine, ich könnte auch gerade runtergraben, aber dazu bräuchte ich jede Menge Leitern, um wieder hochzukommen. Und dann in diesem Update. Oh, das war ein Geräusch. Das bedeutet, hier ist eine Höhle in der Nähe irgendwo.
Gucken wir mal, ob wir die finden, wenn wir hier gerade weggraben. Wieder Kohle. Oh, da oben ist Wasser. Aha. Oh, wow. Das ist schon mal eine beeindruckende Höhle hier. Die wir aber auch, das heißt, wir haben gerade mal, wir sind gerade mal, wir haben uns gerade mal auf den Meeresspiegel runtergearbeitet. Das ist nicht so toll. Aber da ist Eisen. Und ich ertrinke. Okay. Ist hier sonst noch irgendwo Eisen? Sieht nicht so aus. Naja. Okay, wir haben zwei Eisen gefunden. Das ist nicht unbedingt... Okay, hier geht's zurück. Okay, das lassen wir am besten so. Dann wissen wir gleich, aha, hier ist Level... keine Ahnung, 30, 40, 60. Was ist Meeresspiegel hier in dem Spiel? Naja. So. Waren wir doch, also war der Spawnpunkt doch so weit oben auf dem Berg, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auch kein Wunder, wir haben nur Kohle gefunden. Aber jetzt sind wir, wie man sieht, auch im Eisenbereich. Sehr gut. Gut, das ist schon ein erfolgreicher Tag. Wir haben Eisen. Und jede Menge Kohle. Und wir haben eine kleine Baumfarm schon vor der Tür. Jipp. Sagt man Baumfarm oder sagt man Nutzwald? Ich würde fast sagen Nutzwald. Ja, dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal frisch weiter. Es war auch ein vielversprechender Anfang hier. Wenn wir dann gucken, was passiert, wenn wir weiter versuchen, den Sachen hier auf den Grund zu gehen. Irgendwelche hilfreichen Tipps in diesem Update, weil ich habe keine Ahnung, was uns hier alles begegnen kann. Es gibt irgendwelche neuen Monster unter der Erde.
Und ich weiß auch nicht genau, wo man jetzt nach Diamanten sucht. Ich glaube, es hat sich geändert. Es ist nicht mehr auf Ebene zwischen 4 und 15, sondern irgendwo anders. Jo, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wisst. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wenn es so wieder heißt, Minecraft, Let's Play, Cliffs and Caves, meine Güte, verdammt. Oder Caves and Cliffs? Ich weiß nicht, eins von beiden. Ihr seht es auf dem Thumbnail, ich habe noch keins gemacht. Müssen wir dann gucken. Okay, bis denn.